Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zum neuesten Video, heute mit Sterzig, der ist mit dabei, wir spielen Battlefield 2042. Ja, das wird ein richtig geiles Geballer, das sag ich mal schon mal vorweg. Also Battlefield 2042 ist ja jetzt endlich draußen. Ja, Pfirsich, ich hab's extra so gesagt. Ja, es ist endlich soweit, heute ist großer Release Day von Battlefield 2042. Das Ganze ist ein zukunftsangehauchter Shooter, Digga, das ist die neueste Generation beim Shooten. heute, wie gesagt, spielen wir mit Sterzig. Wir gehen gleich in den Hazard Zone Modus. Aber vorher wollte ich euch nochmal erzählen, was ihr eigentlich jetzt im Battlefield so alles machen könnt. Es gibt eine kleine Änderung. Es gibt diesmal keine Kampagne im Game, aber dafür hat das Multiplayer-Repertoire es ultimativ in sich. Es gibt den klassischen Modus mit Conquest und Rush integriert. Das sind ja so die beliebtesten Modi vom Battlefield schlechthin. Und hier die Besonderheit: Ihr könnt sogar mal gegen Bots ein bisschen üben. Falls ihr noch neu im Battlefield seid und noch nie gezockt habt, dann könnt ihr euch da ein bisschen orientieren. Ist eigentlich ziemlich nice. Was ich zum Beispiel ziemlich nice finde, ist der Hazard Zone Modus. Und zusätzlich gibt es noch den Portal Modus. Und ihr seht schon, VIP Fiesta Modus, der ist richtig nice. Ja, da spielt ihr quasi mit eurem Team, müsst eine Person beschützen und das andere Team muss ihr natürlich. Verstehe, wie ich meine. Außerdem, wie ich eben schon erwähnt habe, klassische Modi in Battlefield 1942. Dann Bad Company 2 im Rush-Modus und Battlefield 3 Conquest. Ultimativ nice. Also die meiste Zeit habe ich tatsächlich bisher in den klassischen Modi verbracht, weil es einfach nice ist. Man kann sogar seinen Battlefield 2042 Levelfortschritt damit weiterleveln. Das ist halt in Sahne. Also wirklich richtig cremig. Ja, und der dritte im Bunde ist der Hazard Zone Modus und den finde ich persönlich ziemlich nice, weil es darum geht, quasi Loot aus der Map zu extrahieren. Ja, in dem Fall sind es Datenträger und dafür bekommt man dann eine Belohnung, wenn man es schafft, rauszukommen. Ist so ein bisschen Battle Royale mit Survival-Aspekt, denn es ist PvE, PvP. Das heißt, es gibt sogar NPCs auf der Map, die quasi die Ware beschützen. Und natürlich auch andere SpielerInnen, die euch das Leben schwer machen wollen. Bis zu 32 Spieler auf der Map. Hat ja quasi im normalen Modus hier Out of Warfare. Da sind 128 Leute dabei. Bei Portal gibt es teilweise 64 Spieler. Naja, und bei Hearthstone sind es nur 32. Alles in Viererteams, aber sehr, sehr taktisch. Weil wirklich was anderes bei Battlefield. Ich finde es ultra nice. Mir macht es mega Spaß. Man bekommt eine Ingame-Währung als Belohnung, die dann dafür sorgt, dass du dir neue Ausrüstung kaufen kannst und dich so ein bisschen leveln kannst und sowas. Je öfter du extrahierst, kannst du auch mehr Gadgets mitnehmen ins Spiel. Quasi mehr Boni mit into the party, Digga. Ja, und wie das Ganze gelaufen ist und was das Ganze mit sich bringt, das könnt ihr jetzt mal hautnah erleben. Mit Stare to the Sea, Digga. Viel Spaß. Übrigens kann man auch eine Kleinigkeit gewinnen. Schaut mal gerne in die Videobeschreibung. Auch wenn ihr das Game zocken wollt, da ist natürlich auch ein Link verlinkt. Jetzt viel Spaß. So, Freunde, jetzt geht's los. Ihr habt's mitbekommen, Eintracht Spandau, neues E-Sport-Team aus Spandau. Ja. Die wollen jetzt ja noch ganz geheim Merch rausbringen. Und die sind auf geheimen Datenträgern in Battlefield versteckt. Das wusste niemand. Sterzig und ich haben's rausgefunden. Schön, dass du mit dabei bist. Jetzt geht's los, oder was? Oder wie? Oder was? Oder wie? Oder was? Nach Spandau-Merch gehört extrahiert. Ja, genau. Wir gehen jetzt in den Hazard-Modus und müssen hier die Datenträger uns einverleiben, Digga. Und dann extrahieren. Extra war früher ein Supermarkt. Heute nicht mehr. Danke für diese Information, Kalle. Extra? Warst du mal bei Extra früher? Du warst wahrscheinlich zu jung für, Digga. Da war ich bestimmt noch flüssig. Tatsächlich ist Sterzig ja ein hervorragender Shooter-Spieler. Hier mal ein kleines Shooting-Reel. Alex, jetzt suchst du einfach schön ein paar Szenen raus, wie Sterzig richtig schön Leute wegballert in irgendwelchen Games. Am besten bitte. Jo, hab's gesehen. Hab zwei. Hab drei. Ab vier. So, welche Klasse spielst du denn hier gerne? Hast du? Ich würde mich wahrscheinlich für Falk entscheiden, weil Falk hat so eine richtig nice Spritzpistole, mit der ich auf Distanz Leute heilen kann. Das hat schon viel ausgemacht, habe ich das Gefühl. Ich glaube, dann nehme ich den Angel, der kann versorgen und der kann eine beliebige Einheit wiederbeleben. Alles sehr, sehr Standard. Ihr seht schon, Freunde, wir sind jetzt noch nicht so weit. Aber dieser Modus ist ziemlich nice, weil der mal was ganz Neues mit in Battlefield reinbringt. Nicht wahr, Sterzig? Absolutely. Das ist halt so ein, wie nennt man das? Droppt rein, sammelt wichtige Daten, beziehungsweise halt wichtige Items auf. Du musst halt entkommen und musst nebenbei noch gegen ganz viele andere Teams kämpfen. Und auch NPC-Gegner kämpfen. Und das ist gar nicht mal so einfach. Also die bisherigen Erfahrungen waren, das ist super. Man muss taktisch vorgehen, bevor man da reingeht, weil ansonsten wirst du halt einfach niedergesprayt von Teams, die viel krasser sich vorbereitet haben oder so. So, es geht auch schon los. Erste Mission Orbital. Mein Hart wie ein Rocker. Mein Hart wie ein Chopper. Mein Hart geht es ab hier. Hier sollte ja irgendwo was sein. Vor uns NPCs. Jo, die ballern schon.
Jo, hab einen. Oh, ist noch ein Spieler. Hier ist noch ein Spieler. Direkt am Container. Okay, ja, wir hier müssen vorne chillen. Wir müssen chillen, glaube ich. Hab markiert. Hab einen. Ich hab grad viel kassiert. Ich bin down. Oh mein Gott, ich bin down. Kannst du mich holen? Gib mir eine Sekunde. Ja. Ah, ich glaube, der Mate holt dich schon. Er macht's nicht. Echt er macht's nicht. Einfach nicht. Wieso macht er es nicht? Und jetzt rennt er weg. Aber ich habe ein paar Bots weggemalt, das ist schon mal geil. Ehre, ich habe hier die Datenträger, Kalle. Ja, sehr gut. Was haben wir denn da drauf? Was ist da für Merch? Oh mein Gott, du wirst es nicht glauben, Kalle. Ja, ja. Die haben das hier versteckt auf der Insel. Ja. Neue Runde, neues Glück. Neue Runde, neues Glück. Nimm jetzt hier die SVK mit. Ja, ich habe jetzt die DM7. Ich nehme mal so eine DMR mit. Ich glaube, die tickt auch ganz gut rein. Und ich habe gerade gepupst. Oh. Gut, wir gucken mal ganz kurz, was unsere Mates machen, ja, um den Eintracht Spandau Merch zu retten. Das ist so geil. Ich weiß nicht, wo wir den bringen. So, Opium rennt los. Opium, frisches Opium. Doch, hier ist schon einer offen. Manchmal spawnen die nur mit einem. Ich sehe da hinten Spieler, komm denn. Oh, ich werde beschossen. Kommt eine Drohne runter oder so? Ich hab einen Spieler gekillt. Ich hab einen Headshot bekommen. Gerne mal Granaten draufwerfen auf die Scheiße. Hab noch einen Spieler geholt. Kannst du nochmal versuchen, mich zu holen? Ich bin leider down. Unnötig. Opium holt auch Leute weg. Ich hab kurz den anderen Mate geholt. Sehr gut, danke. Kommt ein Auto von der Seite. Ja. Von der Seite ist tot. Ich komm mal zu dir. Wir müssen mal hier ein bisschen Deckung suchen. Wir sind noch zu zweit. Opium auch down. Wir werden umrandet. Ah, ich bin auch down. Scheiße. Ja, ich versuch euch zu holen. Moment. Nur das Ding ist, wenn ich jetzt... Ja, einer ist direkt bei meinem Buddy. Ja gut, keine Gerade. Chance. Mit der Waffe läuft's auch nicht. Die SVK ist scheiße. Ich sag's, wie es ist. Nächste Runde. So, wir spawnen hier oben beim Memorial Plaza. Ja, ich habe mir ja auch eine DMR gekauft. Das war auch nicht geil. Weil doch, das war eigentlich geil. Ja, komm, ich nehme die nochmal. Skibidi wapapa! Schau mal, Kalle, wie verkrampft meine Hand ist. Das sieht so witzig aus, weil ich sie nicht sehe. So, ich scanne mal. So, wir machen einfach unser eigenes Ding, Sterzig. Scheiß auf die Mates. So, hier vorne haben wir einen Datenträger. Den würde ich mir direkt mal joinken. Ja. Ich joink mir den mal. Lass mir den mal joinken. Ich habe die aufgemacht schon mal. Links war ein roter Punkt. Ihre Abfahrt? Ich habe hier irgendwas gemacht. Die Brücke! Walla! Alter, wie krass sieht das hier denn aus? Ich höre richtig viele Steps unter uns. Ja. Bin dabei. Ach, ich bin tot. Scheiße! Ja, wir sind auf meinem Buddy. Oh mein Gott. Wir sind vor euch da links jetzt. Maybe. Ja. Boah, fast. Ich hab dreimal daneben geschossen. So eine Scheiße. Alter. Schon wieder alle tot. Europa-Pokal. Europa-Pokal. La, 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 la. Gut, das war jetzt Warm-up, ne? Aber da startet die Rakete mit den Merch-Sachen ins All. Das ist natürlich scheiße. Ja, wir brauchen die hier auf der Erde, ne? Nicht auf dem Mars. Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde. So, guck mal, hier sieht man nämlich immer, wo wie viele Datenträger sind. Okay. Songdo Grampa ist nämlich gar nichts. Wir könnten direkt zum Sendeturm gehen. Würde ich jetzt vorschlagen. Der ist halt auch in der Ecke, dann könnten wir da auch chillen rein, theoretisch. Hier kauft man sich quasi jede Runde Upgrades. Ja? Und damit gehen wir in die City und ballert Leute. Den ersten Merch-Artikel schon verloren, ich hoffe. Das war der Schal, scheiße. Oh, den hätte ich gern gehabt. Okay, let's go. Hey, warum ist immer Scheißwetter? Also immer ist Regen. Oh. Und da oben ist der Sendeturm, oder? Ja, da gehen wir hin. So, ich markiere direkt. Aber hier sind wirklich Gegner gelandet. Also ich glaube, die sind schon oben vielleicht. Ja, aber vielleicht sind wir auf... Wo ist denn der Fahrstuhl? Ah, ja. Und rein. Alle Mann rein. Das... So. Na, Leute? Alles gut? Wie geht's euch? Hm? Wir so drin chillen einfach. So. Oh, hier war schon jemand dran. Ja, scheiße. Warte, ich habe so einen Scanner. Ich kann mal gucken, wo die hin sind. Oh, hier unten wird geballert. Ja, die laufen hier vorne. Vor direkt unter uns. Dann würde ich sagen, Abflug. So. Der ist runtergefallen, ne? So einer Mate ist einfach richtig aufgeklatscht auf die Brücke. Du hast Merch? Ich habe Merch, Kalle. Du bist richtig alleine. Du bist 200 Meter von uns weg. Gut, ich habe ein Riesenproblem. Ich muss hier weg. Ja, versucht zu uns. Okay, never mind. Ich bin gefinished. Ich dachte, ihr kommt hinterher. Ich sag, wir springen runter. Wir fliegen hinterher. Ja. Keiner kommt mit. Ich renne hier vorne zu dem Wiedereinstiegsding. Unser eine Mate ist übrigens rausgegangen, der auf die Brücke aufgeklatscht ist. Und wir kommen zurück. Da oben war gerade ein Sniper, der auf mich geaimt hat. Hier laufen halt immer noch Leute rum. Ich scanne hier mal nebenbei. Aber das sind nur die mit einem Datenträger. Wenn wir jetzt mal auf die Map gucken, dann sehen wir noch keinen Extraction Point, ne? Nee. Ja, aber der wird jetzt gleich schon angezeigt in zwei, ja, glaube ich. Ja, wollen wir zurück zum Turm? Jetzt wird er angezeigt. Oh, fuck, das ist ja ganz oben. Vielleicht können wir Leute abfangen oder so. Ja, du hast ja schon eine, ne? Ich habe eine, ja. Das ist eine geile Karre, ist das. Alter, schöne Karre, Kalle. So, wo chillen wir uns jetzt aber am besten hin, ist die Frage. Ja. Oh, wir werden beschossen. Von wo? Oh, weia. Von der Seite auf live. Oh, scheiße. Gesundheit oder was auch immer das war. Ja, klar, das war ein Huster. Nisa. Das Ding ist, ich habe halt einen Datenträger, ne? Das heißt, man sieht dich eh. Ja, wollen wir nach oben? Wir werden wahrscheinlich sterben, aber... Ja, aber wer nicht wagt, der nicht kackt, ne? Jo. Wir werden so verrecken. Ich schieße schon mal eine Heilung in die Fresse. Okay, hier ist niemand.
Sicher? Ja, ja. Okay, perfekt. Oh, hier unten wird richtig viel geballert. Die wollen alle extrahieren. So, wo sind die Extrahieren? Ja, überall. Da ist richtig was los. Die sind die Hetzen da richtig runter. Okay, alles klar. Gesundheit. Wir haben noch 50 Sekunden. Was ist, wenn ich jetzt hier runterjumpe einfach und versuche zu clearen? Ich mach das jetzt. Ja, ich komm mit. Ach du Scheiße, hier landet ein ganzes Team. Ach du Scheiße. Oh, das war alles scheiße, Sterzig. Ich lebe noch. 4 Sekunden ist Extraction, ne? Ja, das krieg ich halt nicht hin. Ich könnte jetzt 460 Meter weiter und... Oh, shit. Du wirst beschossen. Vor dir? Vor dir, genau, vor dir. Naja, du kannst nochmal versuchen, mich zu holen. Ich habe dir einen Extraction Point markiert, glaube ich. Dann versuche ich da jetzt hinzugehen. Schöne Spielerkarte, Sterzig. Schöne Spielerkarte. Aber du bist auch schon in 200 Metern dann. Hol mich zurück. Das Gute ist ja, es können schon Teams raus sein. Man sieht natürlich jetzt nicht, welche schon... raus sind. Wir haben nicht so viel zu verlieren, außer einen Datenträger. Nee, wir müssen halt mal fighten jetzt. Ich glaube, am Extraction... Ja, vor uns sehe ich welche. Einer hisst. Pass auf dich auf, Sterzig. Ich flankiere so ein bisschen von der anderen Seite, von der Straße. Okay, einer hat Hitmarker. Finish. Hab einen. Einer pusht dich. Oh, jo. Hat zwei Hits. Hab ihn. Werde weiter gepusht. Ja. Hab ihn. Versteck dich. Ich muss mich kurz heilen. Okay, bei mir wird... Auf mich wird geschossen weiter. Puh. Okay, da hinten laufen welche über die Straße. Hinter mir kommt ein Auto. Hinter mir ein Auto mit vielen Leuten. Die ballern übel auf mich. Scheiße, Digga. Hab den 2 Headshots gegeben im Auto. Wir steigen aus. Boah, Alter. Hab einen Bot. Ah, das ist echt anstrengend gerade. Holy shit, heftiger Fight. Der hat die hab einen. Jo, hab's gesehen. Hab zwei. Alter, Sterzig. Da ist noch einer. Bin hinterm Baum, alles gut. Hab drei. Hab vier. Alter, Digga, wie du die wegmachst, Digga. Holy shit. Komm rein. Sekunde. Hab das geschützt, lass mich ballern. Oh mein Gott. Hab einen. Das sind keine Spieler. Direkt neben uns. Ja. Alter, du bist ja eine richtige Shiny. So, sind die jetzt hier noch Sachen drin? Wir müssen auch direkt gleich los. Ja. Ist wichtig. Knack auf den Laden. Okay, ich habe jetzt auch eins. Abfahrt mit dem Auto. Ich habe keine Munition, ich brauche eine Waffe. Ich habe legit keine Munition. Warte mal, ich nehme mal die hier mit. Oh, das Auto ist fast down. Shit, wir müssen da jetzt schnell hin. Oh mein Gott, 50 Sekunden noch. Oh, Alter, aber wie du gerade... Du hast 3 Dinger mit, Alter. Holy shit. Okay, Abfahrt. Mit uns ist was gelandet. Egal, wir fahren da jetzt einfach ran. 20 Sekunden. Ja. Ja, mich hat's erwischt. Scheiße. Der hat da so ein kleines Vieh. Den kann man nicht kaputt machen. Oh, weia. Bitter. Wie bitter. Wir waren fast da. Und deswegen nehmen wir Sterzig mit, weil er gut in Shootern ist. Ich hab's euch gesagt. Oh, ich habe die Spielerstufenbelohnung freigeschaltet. Eine SVK. Oh, das ist eine Waffe tatsächlich, die mir liegt. Aber bisher waren unsere Randoms nur Trash. Ich sag's, wie es ist. Der eine fliegt auf den Boden und lief das Game. Der andere stirbt und lief auch das Game. Leute, das Note. Ja, zu viert richtig. Man muss das halt zu viert spielen, glaube ich. Gerade im Vierer-Squad wird das nochmal viel geiler sein. Am Ende des Tages kommt es drauf an... Ja. Okay, jetzt mal voll Fokus. Leute, das wird die krasseste Runde in Battlefield Hazard Mode. Herzlich willkommen zu der bisher krassesten Runde, in Hazard Zone. Welcome to my channel. Please subscribe, like and comment the video, Alter. Hier rechts können wir so ein Pickup aufheben, so einen 2 sogar. Echt? Wo? Hast du jetzt beide genommen? Nö, wir haben jetzt insgesamt 4 Revives. Achso, die wir sind fürs Team, oder was? Ja, siehst du da unten über unseren Namen? Oh, smart in my ass. Ich bin schon. Das ist ja so episch, Kalle. Nimm das auf jeden Fall mit ins Video. Kalle? Ja, wir machen ganz entspannt. Ich glaube, das ist wichtig, ist wirklich in diesem Modus nicht zu rushen. Obwohl man die Amis spielt. Oh, ich hole uns so ein Gerät. Hier, warte mal. So, komm mal rein hier. Du bist ja ein guter Schütze. Hab ihn. Schön. Oben noch, auf dem Berg. Ich bin tot, ich bin down. Okay, der hat mich direkt rausgeschossen. Okay, ich werde wiederbelebt. Hab 3. Okay, wir müssen den 4. finden. Hab ihn, alle tot. Alter, stör sie! Scheit auf ihn, Alex! Scheiß auf mich! Da haben wir bei Sterziko. Junge, einfach alle weggemacht. Nee, die sind alle gestorben. Ich würde sagen, mit dem Auto weiter, oder ist es kaputt? Ich weiß nicht, ob es kaputt ist. Nee, es steht da noch. Ja? Nee. Nee? Ja, egal, dann lass hier zu viert mit Quads fahren. Ich bin drauf. Ich scanne mal hier weiter. Oh, hier ist ein besseres Auto. Ich sitze hier so auf dem Beifahrersitz. Ich gucke ihm mal zu. Das ist ja übel geil. Ja, wir haben halt kein Ziel, das ist so ein bisschen unser Problem gerade. Sie müssen uns jetzt verschanzen, ne? Wir verteilen uns jetzt hier schön mit Deckung. Da kommt was angefahren. Okay, da kommt einer direkt auf uns zu hier, ne? Hier, der gelbe Kreis da vorne. Ich habe uns ein Auto bestellt, das kommt gerade hier runter. Ja, werden schon beschossen. Okay, geh du mal ins Geschütz. Ich glaube, wenn du hier schon mal stehst, ist gar nicht übel. Okay, ich fahr dich mal. Da links auf dem Eis. Bei der Smoke? Ich seh nichts. Warte mal, ich bin mal rausgegangen. Ich komm damit nicht klar, sorry. Okay. Okay, hab einen.
Oh, werde beschossen. Oh, scheiße. Wir werden halt krass umrundet, ne? Ich umrunde die gerade. Ich guck mich gerade. Oh ja, hier ist ein. Okay. Hier auf dem Eis. Der ist down. Kalle, ich hab vier. Alter, scherzig, wie du die weg. Ja, ich hab die alle im Auto geholt. Junge, Kalle. Wir haben halt nur eine Diskette, aber wir würden es jetzt theoretisch mal schaffen. Flugzeug ist da. Dauert aber noch, bis wir wegkommen. Kannst du jetzt mal reingehen, damit du dir siehst, wie das circa läuft? Ja. Du stellst dir einfach okay. Rein. Du wirst noch beschossen. Alter. Okay, AI-Gegner. Stark. Oh, hier ist direkt vor uns einer. Kalle, wir müssen einsteigen. Ja, rein. Ich bin drin. Extraction läuft. Gott sei Dank. Ich habe auch komplett die Zeit vergessen. Alter, da gibt's aber wir haben jetzt alle ein Datenlaufwerk bekommen. Zack, und da ist die Nummer 1. Number 1. Ja, Leute, das war's für heute mit Battlefield 2042. Ich finde den Hazard-Modus ziemlich nice. Ich glaube, zu viert ist nochmal ein bisschen geiler. Ja. Schaut aber Schwärzig vorbei. Ja. Und der hat nämlich auch ein cooles Video gemacht, tatsächlich, zu Battlefield. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen, spannenden Tag. Bis zum nächsten Video. Ne? Tschüss. Ciao, Leute. Tschüss. Ehre. Arsch.